Und jetzt können wir auch durch die verfluchte Tür da vorne durch. Und endlich unseren Weg fortsetzen, unsere Reise raus aus der Mine Richtung... Wen haben wir zuletzt gesucht gehabt? Lucy, genau. Da, Schlüssel rein, auf geht die Tür. Na dann, wir werden... Okay, das gefällt mir nicht. Ich habe eine Taschenlampe, also legen wir los. Hier warten bestimmt wieder Zombies. Das ist ein relativ enger Gang, das heißt, die können nur hintereinander laufen und nicht so viel nebeneinander. Oh Mann, diese Tour nervt. Ich werde mich definitiv beim Kundendienst beschweren. Würde ich auch machen, ja. Ist auch echt ärgerlich, immer diese Zombies. Keiner, der von hinten kommt. Kein Zombie. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, aber die kommen selten von hinten, die Zombies. Oh, komm. Wirklich. Das muss besser werden. Da hilft es nichts zu rennen, meine Dame. Aber geht noch. Der hat ihn in die Beine geschossen gehabt. Deswegen ist sie noch gelaufen. Ich wage mich mal zu ihr runter, weil ich dann einfach besser. Ach, die hat so eine Kevlar-Weste. Sag mal. Wenn jemand. Ich glaube, das ist nur ein Bug, oder? Das kann die nicht überleben. Was wir da gerade alles in die reingeballert haben. Ich glaube, das ist ein Bug. Die ist eigentlich tot. Ja gut, zu sagen, ein Zombie ist tot, ist immer so eine Sache. Aber sagen wir endgültig tot. Einigen wir uns auf endgültig tot. Das Problem ist, sie macht aber noch Geräusche. Das heißt, ich... Oh, da sind auch noch ein paar Leute. Zombies, muss man sagen, sind auch nicht sehr, sehr abwechslungsreich. Also so eine Art Zombie... Also entweder sind die hier alle Zwillinge in Arizona oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, so eine haben wir auch schon mal gesehen gehabt. Aber wurscht. Das sind so kleinere Kritikpunkte. Schau sich einer das an. Perfekt. Das perfekte Maske auf jeden Fall. Coole Maske. So, die Waffe brauchen wir nicht. Oh, Kurbel. Hoffentlich ist das nicht wieder so eine Wellenmodus jetzt mit der Kurbel. Dass immer ein Kurbel immer einen Wellenmodus bedeutet, aber ich glaube eher nicht. Nö, bleibt alles ruhig. Dann machen wir hier noch ein bisschen Licht. Ich glaube, wir müssen hier weiter, oder? Hier sind wir auf der anderen Seite von der Schiene gewesen. Ne, dann gehen wir hier weiter. Hier sind auch Zombies, das spricht dafür, dass wir hier noch weiter müssen. Ja, doch, mittlerweile sitzen die Schüsse öfters mal. Und ich finde es auch echt, also mit dem Aim-Controller ist echt cool. Das Problem ist halt, ich hatte auch überlegt, ob ich es vielleicht doch lieber mit den, Move-Controllern spiele, weil ich glaube, zum Zielen und so sind die Move-Controller cooler, weil man auch zwei Waffen gleichzeitig haben kann, wenn man die Move-Controller hat. Was mich so ein bisschen an den Move-Controllern gestört hat, ist, dass man sich dann nur so teleportweise fortbewegen kann, weil die logischerweise keine Sticks haben, mit denen man sich drehen kann oder so. Da kann ich mich nur, seht ihr das, so könnte ich mich dann nur fortbewegen. Und das würde ich doch ein bisschen schade finden. Also da kann ich dann nur so, seht ihr das, so kann ich dann, könnte ich dann nur laufen. Und das finde ich ein bisschen blöd. Ich laufe doch lieber so, dass ich mich halt drehen kann, wie ich will. Mittlerweile weiß ich, hier muss ich den Kopf einziehen. Ups, jetzt bin ich fast umgekippt. Nope. Da waren wir schon überall, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt haben wir auch die Kurbel und können endlich mit dem Aufzug hier aus der Mine raus, glaube ich. Nach längerer Suche. So. Passt perfekt. Vielen Dank. Einmal aufgekurbelt. Ich will das immer drehen, aber das muss man gar nicht. Man muss nur einmal anklicken und dann dreht sich's von alleine. So. Nochmal. Ja. Okay, jetzt der Aufzug. Ups. Einmal her, bitteschön. Endlich. Ich muss unbedingt hier raus. Oh oh. Ich höre Zombies. Sind die oben im Aufzug? Oder kommen die hier? Au! Die kommen hier! Wow! Mist, Fred! Nichts ist jemals einfach! Weshalb kommt die Typen überhaupt hierher? Diese Tour nervt! Das nervt definitiv. Wobei die Tour ich eigentlich ganz lustig finde. Also mir gefällt es hier gut mittlerweile. Das Spiel... Jetzt hörst du auf, der Aim-Controller verschwimmt mir gerade ein bisschen weg manchmal. Seht ihr das? Jetzt nicht mehr, klar. Vorführeffekt. Wenn ich sage, seht ihr das, dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Oh, das ist ein kräftiger. Aber auch den erledigen wir mit einem Kopfschuss. So, komm. Den haben wir auch noch weg. Das war der Arm, das war der Kopf. Sehr gut. Noch irgendjemand? Ah, unten sind noch welche. Da kommt noch einer. Komm, die haben wir alle. Wir haben noch so viel Munition übrig.
Und solange sie sich hier nur einzeln von einer Seite nähern, haben wir ja eh kein Problem mit den Zombies. Ist erledigt. Okay, gut. Okay, nee, das sind mir zu viele. Da fahren wir dann doch lieber weg mit dem Aufzug. Und los geht's. Hey, leb wohl, du staubige Mine. Arrivederci. Ich komme nicht wieder. Vernünftig, würde ich auch nicht machen. Puh, ich glaube, wir haben wieder ein Kapitel geschafft. Eine Welt abgeschlossen. Mit einer Uhr kannst du auf das Menü zugreifen. Das weiß ich mittlerweile. Dazu muss ich die Optionstaste gedrückt halten. Auch das weiß ich mittlerweile. Und weiter geht's. Ins nächste Kapitel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wann wir die ersten anderen Leute treffen, das ist ja wie bei Farpoint, dass man die ganze Zeit drauf hofft, irgendwann mal lebendige Leute zu treffen. Nur, dass bei Farpoint Aliens waren und keine Zombies. Los geht's ins nächste Kapitel, würde ich sagen. Ja, es geht auch gleich los, sehr gut. Kurz hier justieren alles. Und, okay, passt. Kann man wieder zielen. Alles gut. Munition, 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 Munition. So viel lustige Munition. Nein, ich möchte es nicht beenden, das Spiel. Was ist das da für ein... Ah, das ist mal wieder ein cooler Bauarbeiterhelm. Der Müll ist nichts drin für uns. Ich bin ja jemand, der sich gerne mal auch die Umgebung ein bisschen anschaut in Spielen. Gerade in so ein VR-Spielen bietet sich das doch eigentlich auch immer an, mal ein bisschen zu schauen, was es so zu sehen gibt. Und dann gehen wir weiter nach vorne. Oh, Licht. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich habe dich vermisst. Ah, ich habe dich vermisst, Arizona Sonnenschein. Arizona Sunshine, so wie das Spiel heißt. Frische Luft und Züge. Ich mag Züge. Ja, er sagt, er mag Züge, wie geil. Ich mag Schildkröten. I like trains. So. Es funktioniert immer noch besser, wenn ich aus der Freihand schieße. Weg mit dir. Wow. Ja, jetzt aber hier. Oh ne. Munition 136 haben wir noch. Ja, Wahnsinn. Da können die Gegner aber kommen. Ah, die sind echt nervig. Also diesen Pilz oder was auch immer das infiziert sind, diese Zombies sind stärker als die normalen. Der Revolver ist auch echt eine geile Waffe. Na, jetzt aber. So, da drüben wartet auch noch einer auf uns. Erledigt. Dann mal ab zu den Zügen. Vielleicht können wir Zug fahren. Vielleicht kommen wir hier raus mit dem Zug. Wäre auch nicht schlecht. Aber die Autos wollte er auch schon nicht fahren. Deswegen tippe ich mal, er will auch nicht mit dem Zug fahren. Ist hier noch irgendwas Lohnenswertes? Nö, schaut nicht so aus. Dann mal ab zu den Zügen. Hier sind aber noch ein paar Leute. Zum Glück sind die Leute, die Zombies, die rennen relativ selten. Weil die sind echt am nervigsten. Da muss man immer am meisten aufpassen. Auf die Rennzombies. Ich schau nochmal kurz nach vorne. Man konnte da auch gerade hochklettern, aber ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Dieses Dach sieht nicht sehr stabil aus. Ich hoffe, es bricht nicht über mir zusammen. Wäre auf jeden Fall doof, wenn wir es hier so weit geschafft hätten und dann von einem Dach begraben werden. Ah, hier ist auch noch Munition. Hat sich, glaube ich, noch gelohnt, hier erstmal hierher zu schauen, was es hier noch zu holen gibt. Interessante Waffe, aber ich glaube, ich bleibe bei meiner Revolver. Also die Revolver ist einfach irgendwie die Waffe meiner Wahl, muss ich sagen. Oder nehmen wir die Waffe mal. Männer, bitte, hört auf, euch anzuschleichen. Sie schießt auf jeden Fall schneller. Macht, glaube ich, auch mehr Wumms. Schwer zu sagen, ob sie mehr Wumms macht, aber... Bleiben wir mal bei der Waffe. Jetzt haben wir eh so viel Munition mit der anderen Waffe. Jetzt können wir auch mal die wieder nehmen hier. Wenn wir so schon mal haben, oder? Muss man ja mal nutzen hier. Die Maschinenpistole, nicht, dass ich die ganze Zeit nur mit den gleichen Waffen spiele. Und mir für die anderen Waffen die Munition aufhebe. 150 Munition haben wir hier sogar. So, Freunde. Die habt ihr bestimmt vermisst, die Waffe. Oh ja, das sehe ich. Die Waffe habt ihr definitiv vermisst. Ah doch, läuft. Läuft bei uns. So, wir gehen natürlich ganz nach oben. Noch jemand? Scheint hier der Oberchef gewesen zu sein. Aber wir haben eine gute Übersicht von hier oben.
Überblick. So, oh, hier ist sogar offen. Sehr gut. Brauchen wir nicht nur irgendeinen Schlüssel. Oh, kann man fast durchschauen durch den. Ente? Ente gut, alles gut. Da ist auch noch eine Tür. Ich habe sogar ein Trophäe bekommen. Bestimmt dafür, dass wir die Ente hochgehoben haben. So, muss sich ja gelohnt haben, dass wir hier auch reingegangen sind. Können wir noch ein Basketball? Mag jemand Basketball spielen? Ja, man kann die... Okay, das müssen wir gerade ausprobieren. Ob man die Zombies mit Basketball abwerfen kann. Das muss ich mal ausprobieren. Nein! Nimm den Basketball. So. Okay, fliegt einfach durch unsere Zombie-Freund der Basketball. Schade. Probieren wir gleich nochmal. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Nee, schade. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn wir hier Zombies mit Basketballen hätten machen können. So, die Granate fliegt hoffentlich nicht runter. Oh, die war aber gut geworfen. Da haben wir gleich mehrere erwischt. Gab auch eine Trophäe. 90 Munition haben wir auch noch. Alles gut soweit. Ja, jetzt geht ihr mal weg, ihr Zombies, ihr Miesen. So, noch eine Granate haben wir. Ah, nee, komm. Für zwei Zombies brauchen wir keine Granate. Oh, verdammt. Da sind viele von denen. Gut, hier geht nichts. Wo waren viele? Ich habe gar nicht viele gesehen. Hä? Achso, das war das, wir sollen nicht übers Dach rübergehen, oder was meinte er? So viele waren das doch gar nicht. Haben wir doch gut alle ausgeschaltet. Okay, okay. Fall nicht rein. Pass auf, wo du hintrittst. Lass einen Hinweis da, das Dach. Macht schon, Freddy. Seid ihr blöd oder was? Lasst uns auf festen Bogen kämpfen. Nein? Okay. Ah, da sind noch ein paar. Okay, das leuchtet hier so blau. Heißt wohl, ich soll da nicht reinfallen. Gehen wir mal los. Nachladen. Und den werden wir auch los. Klappt doch wunderbar mittlerweile. Eine Sniper. Nice. Mist, ist das noch ein Radio? Yep, das ist noch ein Radio. Vielleicht funktioniert das ja besser als das letzte. Ich möchte hier bitte... Ich darf übrigens nicht weiterlaufen. Also hier, das hier ist mir leider verwehrt. Hier saß anscheinend irgendwann jemand und hat mit der Sniper da oben rumgeballert. Was für eine Schönheit. Also irgendwie hier oben darf ich mich nicht besonders viel bewegen. Wir hören erstmal, was im Radio zu sagen gibt. Mach schon, geh an, geh an. Ah, da unten sind viele Zombies, ja. Mist, das ist bitterer Ernst. Das Signal wird stärker, ich komme näher. Das ist gut. Können wir doch noch ein paar Freunde vielleicht finden. Ah, jetzt kann man noch hier hinterlaufen. Die Maske haben wir noch nicht angeschaut. Hier ist, glaube ich, nichts mehr Munition. Irgendwo noch auf dem Dach irgendwo was liegen. Nee, erkunden zahlt sich in dem Spiel meistens nicht aus. Okay, dann machen wir mal hier den Sniper-Burschen wieder. Hatten wir ja auch. Ups. Hatten wir ja länger auch nicht mehr. Aber wir haben so viel Pistolenmunition, ich muss auf die Pistole wechseln. So, da mal die Sniper. Und ein vernünftiger Zoom noch dazu. Geil. Vielleicht können wir ein paar Schädel platzen lassen. Treffer. Nein. Oh, das ist cool mit der Sniper. Das ist echt cool. Schießen wir mal auf irgendwas, was explodiert. War gleich wieder erwischt. Zwei auf einmal erwischt. Das funktioniert jetzt extrem gut, eigentlich mit der Sniper zu zielen. Muss man aber echt ein Auge zukneifen, damit es funktioniert. Ach komm. Nein! Immerhin beim zweiten Versuch hat es geklappt. Räumen wir den oben auf dem Zug auch noch ab, würde ich sagen. Jetzt klappt gerade nicht mehr mit dem Zielen. Jetzt wackelt meine Waffe komisch. Jetzt hörst du auch so komisch zu wackeln, Waffe. Achso, hier, man darf nur in dem Bereich schießen mit der Sniper. Okay. Gut, wir nehmen sie nochmal, die Sniper. Da können wir noch den einen oder anderen Gegner damit erledigen. Jupp, Treffer versenkt. Auch versenkt. Und da war es nur noch einer. Schön. Zombie-Problem gelöst. Zumindest fürs Erste. Oder laufen da unten noch irgendwo welche? Ne, jetzt sehe ich keine mehr. Okay, wir gehen weiter. Jetzt aber wieder mit unserer normalen Pistole. Wie kommen wir da runter? Ah, ich glaube, da vorne kommen wir irgendwie... So da runter? Ne, so kommen wir da nicht runter. Von der Seite vielleicht. Was führt da außen rum? Vielleicht hier? Dann müssen wir so hier da runterspringen auf das Ding. Ja, ja, so kommen wir hier runter. Sehr gut. Auf der Seite waren wir noch nicht. Das ist hier alles neu für uns. Ich komme hier auf den Zug. Ja. Da ist wohl jemand auf den Zug gekommen. Ja, Munition, Munition, Munition. Sehr gut.
Nehmen wir alles mit. 218 Schuss haben wir jetzt. Na, jetzt können die Zombies aber kommen. Vor allem, man sieht nicht. Ah, von hinten, glaube ich, können sie nicht kommen. Nee, da scheint zu sein. Dann sollen sie von vorne kommen. Übel daneben geballert. Das war einer mit Helm. Oh Mist! Da kommen sie. Oh, da kommen einige. Gut, dass wir so viel Munition haben. Da werden wir jetzt, glaube ich, ordentlich was los an Munition. Einfach in die Richtung da hinten ballern, trifft eh mal die richtigen. Hey, ein Fahrschein muss gelöst werden. Okay, von hinten kommen noch keine. Das ist immer meine größte Sorge, dass mich von hinten... Du hast kein Ticket gelöst. Du hast kein Ticket gelöst. Du hast nicht bezahlt. Nein, null Toleranz für Schwarzfahrer. Ah. So viele Gegner. Oh ja, jetzt lohnt sich die Waffe doch mal. Gut, dass wir die genommen haben. Weil die schießt doch deutlich schneller als die andere Waffe. Also gerade gegen die Massen an Zombies, gegen die wir hier kämpfen müssen, ist die, glaube ich, doch besser. Hat auch deutlich größeres Magazin. Macht vielleicht nicht ganz so viel Schaden, aber war, glaube ich, gut, dass wir gewechselt haben. Schießerei auf einem Zug, Jungs. Knallhart. Ich weiß, das ist kein fahrender Zug, aber immerhin knallhart. Oh ja. Hat was vom Wilden Westen auf jeden Fall. Und sogar auf Anhieb geschafft, ohne zu sterben. Ich bin begeistert. Aber es lag auch echt nur an der Waffe. Gut, mit der Uzi und so wären wir auch zu Rande gekommen, ganz gut wahrscheinlich. Aber da hebe ich mir jetzt mal die Munition noch auf von der Uzi. Am Anfang hatten wir so ein bisschen Munitionsprobleme. Besonders ganz am Anfang, wo ich mit dem Ziel noch nicht so raus hatte. Aber mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut. Na dann, runter da. Und schauen, wo die nächsten Zombies auf uns warten. Fühlt man sich ja wie in einem Zombie-Film hier. Boah, du lässt dich aber auch ein bisschen hängen. Hey, Fred, was machst du? Rumhängen? Oh Mann, ich muss an meinen Witzen arbeiten. Das wird mir auch immer gesagt. Kann ich mir ein bisschen die Haare hier so ein bisschen kraulen lassen? Oh, so eine schöne Kopfmassage. Entschuldigung, ich soll mir nicht von irgendwie Zombies den Kopf massieren lassen. Ich glaube, hinten rechts war nichts mehr. Ich gehe jetzt mal weiter hier in die Richtung. So, wieder die Uzi ein bisschen nehmen. Komm, nehmen wir mal wieder die Uzi ein bisschen. Oder die Scorpion oder wie auch immer die heißt. Der lebt, glaube ich, noch, oder? Auch wenn er im... Nee, der lebt nicht mehr. Der bleibt liegen. Haben wir nachgeschaut? Nee, der bleibt definitiv liegen. Es werden aber zum Glück auch nicht mehr von diesen Pilz-Zombies, von diesen bewachsenen Zombies. Weil die sind ja die ganz üblen. Ein Renner mal wieder. Hat sich's ausgerannt. Ist echt praktisch, dass die Helme kugelsicher sind von den Zombies. Also für die Zombies ist es praktisch. Nicht in den Arm, in den Kopf schießen. Hm. Vielleicht komme ich da hoch. Jupp, da kommen wir definitiv hoch. Frage ist, was uns das bringt, da hochzukommen. Außer, dass wir eine schöne Aussicht haben. Aber hey, eine schöne Aussicht in Ehren kann auch kann vermutlich auch keiner verwehren. Ja, da geht's weiter. Sehr gut. Ja, doch. So ganz nett hier oben. Gibt so gleich eine Trophäe wieder. Wir werden hier schon wieder verwöhnt in dem Spiel mit Trophäen. Da unten liegt bestimmt noch Zeug. Weil hier müssen wir eh weiter, glaube ich. Dann hole ich mir ganz kurz, gehe ganz kurz runter und hole das Zeug hier, weil ich tippe mal, da kriegen wir noch Munition oder so. Und Munition können wir natürlich gebrauchen. Gerade wenn man wie ich... Ich komme hier nicht durch. Gerne mal Zeug überall rumballert. Nee, in dem Fall hat es nichts gebracht, hier weiter zu laufen. Aber hey, ein Versuch war es ja wert. Also ab nach oben. Ab zu den nächsten Zombies, die da auch schon auf uns warten. Die Raffinerie. Yes! Da ist sie. Da ist sie. Okay. Von dort aus senden sie. Okay. Wie kommen wir dahin? Mal sehen. Sehr raffiniert auf jeden Fall. Okay, wir können da weiter. Da kommen wir da runter. Aber wir können hier auch erstmal Zombies ausschalten mit der Sniper. Ich glaube, noch ein toter Bursche mit einem Präzisionsgewehr. Ein Schlüssel. Okay, den nehme ich mir. Das hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. So. Ja, praktisch. Ich will euch zeigen, wie man das macht. Praktisch, dann brauchen wir da nicht die Gegner da unten alle killen, sondern können vorher mit der Sniper schon mal so ein bisschen aufräumen. Klar.
nicht so schwer. Ich glaube, wir haben hier eh unendlich Munition mit der Sniper. Ach, das war gar kein Gegner. Ein bisschen klein ist das Zielfenster schon. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Weil das fantastisch war. Er hat auf jeden Fall Spaß, das ist schon mal gut. Ups, daneben. Trevor. Der versucht sich hinter den Zug zu verstecken, aber das wird ihm auch nicht helfen. Sniper hat schon einen krassen Durchschuss. Brauchst du echt einen Treffer pro Zombie? Ups. Ein Treffer und ein Zombie ist weg. Drüben ist noch einer. Habt ihr es gesehen, ohne zu schauen? Krieg ich das nochmal hin? Ja, das krieg ich nochmal hin. Sehr geil. Das ist wahre Kunst. No-Scope und so. Noch irgendwelche Zombies da unten. Ich sehe jetzt keine mehr gerade. Können wir die Sniper nicht einfach mitnehmen? Die ist eigentlich ganz praktisch. Ich mag die Sniper. Aber jetzt lassen wir das. Gehen wir ohne Sniper weiter. Schlüssel haben wir ja. Oh, ich glaube, die Sniper hat mich auch normale Munition gekostet. Kann das sein? Wir haben nämlich nicht mehr ganz so viel Munition, aber dafür sind wir auch die Gegner losgeworden. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.